Ich glaube, wir haben zwei Gäste aus UK, natürlich einerseits Rico, unser Director for Business Development, und Mark Sorb von Riversend. Hi Mark. Für euch beide habe ich eine Folie dabei. Was hat der Brexit mit Marketing und Kommunikation zu tun? Leute stehen vor einer komplexen Situation. Es gibt da zwei verschiedene Verfahren, wie man damit umgehen kann. Die eine ist die simplifizierende und emotionalisierende. Da findet man dann relativ schnell gut klingende Antworten, einfach, und die Leute sagen, jawohl. Das ist das eine Verfahren. Das andere Verfahren ist, dass man versucht, diese komplexe Situation zu verstehen, Vor- und Nachteile abzuwägen und dann herauszufinden, was die richtige Entscheidung ist. Die erste Variante ist offensichtlich keine gute Variante, auch wenn die sehr gerne im Marketing und Vertrieb benutzt wird, simplifizierend und emotionalisierend. Aber auch bei der rationalen Analyse bleibt häufig ein laues Gefühl im Magen und man weiß nicht, ob man das alles richtig bedacht hat, weil man es letztendlich doch nicht verstanden hat. Letztendlich bleibt eine große Unsicherheit zurück. Was sich bei komplexen politischen Entscheidungsprozessen, und da ist Brexit nur ein Beispiel, ich denke an 30.000 Stimmen. Und ich kann da auch natürlich die Bundesrepublik nehmen mit unserer Flüchtlingsdebatte. Es bleibt immer ein laues Gefühl zurück und man ist sich nicht sicher und es gibt eine große Anzahl von Unentschiedenen. Das ist ganz, ganz typisch. Und genau das hat damit zu tun, dass die Welt immer komplexer wird. Das ist einfach so, wir können sie nicht mehr verstehen. Und genau dasselbe haben wir auch im Marketing- und Kommunikationsbereich. Marketing und Kommunikation wird immer komplexer, ob wir das wollen oder nicht. Und das ist eine Situation, mit der wir umgehen müssen. So, in den nächsten paar Minuten möchte ich ein bisschen noch eingehen, warum das komplexer wird. Naja, das sind jede Menge. Was macht gute Kommunikation aus? Das sind jede Menge Aspekte. Ich habe die ein bisschen gesammelt und versucht, ein wenig zu konsolidieren und zu gruppieren. Der erste Bereich ist Aufmerksamkeit. Das ist eine wesentliche Aufgabe in der Kommunikation, dass wir Aufmerksamkeit erreichen wollen. Damit fängt typischerweise auch die Customer Journey an. Wir müssen zuerst mal kommunizieren, hallo, hier sind wir, wir haben tolle Produkte. Denkt mal über uns nach. Wir müssen uns aber auch abheben von dieser Werbeflut, weil dummerweise machen das der liebe Mitbewerb auch. Und wir müssen auch eindeutig sein, unverwechselbar. Und wir müssen Impulse aussenden, natürlich am Ende hoffentlich den Kaufimpuls. Das ist der erste große Themenblock, was Kommunikation, gute Kommunikation leisten muss. Der zweite Themenblock ist, man kann es auch überschreiben als Markenbildung, Identität schaffen, Nachhaltigkeit. Diese digitale Kommunikation ist ein ziemlich schnelllebiges Geschäft. Der billigste Neukunde ist der Bestandskunde. Also Aufbau der Kundenloyalität, Kundenbindung, eine emotionale Bindung an das Produkt, an die Dienstleistung eines Unternehmens, ist von zentraler, nachhaltigen Bedeutung. Auch das muss Kommunikation leisten, auch wenn man im Tagesgeschäft
das häufig vergisst, weil man ja letztendlich Kommunikation den Kauf initiieren will. Aber da gibt es deutlich mehr, was dummerweise erst immer langfristig wirkt und auch sichtbar wird. Der nächste Block ist so gesehen der zweite Schritt in der Customer Journey. Nachdem wir die Aufmerksamkeit erregt haben, müssen wir den Konsumenten, den Interessenten mit Informationen versorgen. Das muss präzise sein, das muss vollständig sein. Und für die Printleute immer ein ganz schwieriges Thema. Die Information muss auch noch aktuell sein. Einfach reinkommen, das ist hier ganz unkompliziert. Vorne hat es auch noch Plätze und ich verspreche, sie werden nicht aufgerufen. Ist nicht so wie in der Schule. Er glaubt das wirklich. Hallo, Herr Bohr. Also Informationen richtig zu einem Konsumenten zu kommunizieren, ist die dritte wesentliche große Aufgabe in der guten Kommunikation. Der vierte Block ist ein bisschen mehr technokratisch. Wir müssen die Information, die Kommunikation immer verfügbar halten. 24/7, überall. Und natürlich auf jedes Mediendevice, ob es Papier ist, ob es das Smartphone ist, ob es das Tablet ist, der PC, whatever. Auf jedem Mediendevice muss die Information richtig verfügbar sein. Und auch aus technologischer Sicht, ein Aspekt, der immer mehr dazu kommt, ist natürlich die Rückführung der Informationen, der Kommunikation, wie wir mit dem Konsumenten interagieren, zurückführen in das Big Data, um die Informationen zu konsolidieren, zu sammeln, um dann zukünftige Schritte daraus abzuleiten. So der technokratische Bereich. Und der letzte Bereich, der immer vielfältiger, anspruchsvoller wird, auch komplexer, das ist, man kann es überschreiben mit dem Begriff Kontext. Wir müssen im Kontext des Kunden kommunizieren, wo er ist, was er gerade will. Wir müssen die Information adaptiv halten, wir müssen sie individualisieren, wir müssen sie personalisieren. Und wir brauchen natürlich Interaktivität. Das ist eine ganz schöne Latte von Kriterien. Und wenn Sie vielleicht zurückdenken und sagen, wie war das vor 20 oder 30 Jahren, dann wäre die Liste sicherlich kleiner und überschaubarer geworden. Aber das sind heute, ich will nicht sagen Mindestanforderungen, aber das sind die Kriterien, wo Sie sich heute in der Kommunikation auseinandersetzen müssen. Dazu haben wir ein paar Vorträge morgen. Der erste ist, ich finde ihn fantastisch, er ist ein Vortrag, der bespricht, wie wir Touchpoints emotionalisieren. Also immer ein bisschen technokratisch, wir müssen immer so diese Informationen reinbringen, aber wie können wir Touchpoints emotionalisieren? Back to emotions. Der zweite Vortrag, da geht es darum, wie digitale Kommunikation eine Auswirkung auf Marken, also auf Luxusmarken hat. Wie wir schon kennen, wie ich schon erwähnt habe, ist eine der wesentlichen Aufgaben in der Kommunikation natürlich Markenbildung, Loyalität, Emotionalität. Und wie schafft man das in der digitalen Kommunikation? Auch morgen. Der dritte von Thomas Lukas Nülle geht es darum, wie man mit guten Produktdaten Unterschiede herausarbeiten kann, eine bessere Produktkommunikation erreichen kann. Also drei Vorträge rund um, wie man Kommunikation besser machen kann. Sicher alle drei sehr spannend. Ja, und ich weiß, sie finden parallel statt.
aber kann man im nächsten Printbook danach lesen. Aber Kommunikation ist eingebettet noch in einem größeren Rahmen. Also neben diesen Anforderungen der Kommunikation ist Kommunikation im größeren Rahmen integriert. Das ist einerseits Marken- und Kundenloyalität. Andererseits das natürlich unser primäres Ziel, die Transaktion zu pushen, die Bestellung. Eine gute Transaktion, Qualität des Produktes, gute Auslieferung, guter After-Sales beeinflusst natürlich wiederum die Kundenloyalität. Die Transaktion korrespondiert natürlich mit den Daten, die wir in Big Data vorhalten. Und wiederum, da die Kommunikation immer kontextabhängiger wird, immer individueller, immer personalisierter, ist die Integration zu Big Data eine ganz wesentliche Aufgabe, in der Online-Kommunikation schon vielfach umgesetzt, eine ganz wesentliche Aufgabe in Zukunft. Da spielt das Antizipieren eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Weiß jemand, wie Amazon seine Zwischenlager organisiert? Old Fashion ist, dass man guckt, was die Kunden bestellt haben und das schickt man in die Zwischenlager. Amazon prognostiziert das zukünftige Konsumverhalten und bestückt mit dieser Information seine Zwischenlager. Also bevor Sie gekauft haben, weiß Amazon statistisch, was Sie kaufen werden und schickt das in seine Zwischenlager. Willkommen in der schönen Antizipationsindustrie. Amazon hat ja auch ein Patent darauf, dass sie Ihnen was zuschicken, ohne dass Sie es bestellt zu haben. Ist letztendlich nur der nächste Schritt. Das alles ist natürlich die Multi-Channel-Kommunikation. Und im engeren Sinne Kommunikation zur Transaktion zu bringen, das ist die Customer Journey, was auch unser Schwerpunktthema vom diesjährigen Print Day ist. Um die Customer Journey ein bisschen zu visualisieren, ich weiß nicht, wer schon die Karten hat, ja, die Karten sind, haben es vielleicht schon ein paar genommen. Es gibt da Karten oben. Die Customer Journey kann man ja in vier großen Phasen unterteilen. Die erste, ich erwähnte es bereits, wir generieren Aufmerksamkeit. Die zweite Phase ist die Informationsrecherche-Vergleich, dass der Konsument überlegt, na, welches Produkt er haben möchte. Die dritte Phase ist dann der Verkauf, die Distribution. Und die vierte Phase, Sepp Herberger würde sagen, naja, im guten EM-Jahr, nach dem Kauf ist vor dem Kauf, also das After-Sales-Management, die Kundenbetreuung, um ihn zum nächsten Kauf zu bekommen. Also diese vier klassischen Phasen, dafür haben wir in unserer Tube-Map vier U-Bahn-Linien eingezeichnet und da finden Sie so die Touchpoints oder Channels, je nachdem wie Sie es terminologisch verwenden, finden Sie praktisch die U-Bahn-Haltestelle, die die Aufmerksamkeit erzeugen, die, die eher relevant sind für Information, Recherche, für die Transaktion und für das After-Sales. Danach haben wir noch ein paar andere U-Bahn-Linien eingezeigt, die wir für wichtig halten. Das eine ist menschliche Interaktion, was häufig so ein bisschen vergessen wird in der Customer Journey. Wir haben mal eine Corporate Publishing-Linie eingezeichnet und auch mal nochmal eine für eine Website, welche Touchpoints auch so auf einer Website gespielt werden. Zu dem Thema Optimierung Customer Journey haben wir einen Vortrag von Stefan Herold, der mir gesagt hat, naja, Huber, Horst, was du da mal wieder gemacht hast, ist ja mal wieder völlig old-fashioned, typisch Sprint. Man redet ja nicht mehr Touchpoints, man redet mal eher über Mikromoments. Ich denke, es ist einfach eine, vom Modell eine weitere Verfeinerung. Bin ich schon sehr gespannt, was Stefan Herold zu erzählen hat. Dann haben wir eine Arbeit, eine Studienarbeit, die sich damit beschäftigt, wenn Sie im Store sind und verschiedene
digitale Touchpoints im Store haben, wie die Customer Experience ist, wie sich Kunden verhalten, wenn sie mit verschiedenen digitalen Angeboten im Store sich auseinandersetzen. Christin Grube, da freuen wir uns auch sehr drauf. Morgen. Kommunikation ist komplexer geworden, viel mehr Anforderungen. Und als ob das nicht schon genug wäre, kommt jetzt noch das Internet und macht alles transparent. Ich frage Google, wie viel ein Produkt kostet. Ich frage ein soziales Netzwerk, ob das Produkt was taugt. Ich habe als Konsument die totale Macht. Früher, in der guten alten Kommunikation, wo es nur einen Kanal gab, konnte man Defizite in Produkten und Dienstleistungen verschleiern. Das ist auch noch relativ alt eingesessen in der DNA von Marketingabteilungen. Deswegen funktionieren auch die Strategien, wenn mal ein Shitstorm losbricht, funktionieren nicht so gut, weil die das gar nicht verstehen, dass sie da gar keine Einflussmöglichkeit haben. Die Macht der Konsumenten letztendlich, die Transparenz des Internets zwingt uns zu besseren Produkten und Dienstleistungen. Wir können keine alten Schuhe mehr verkaufen. Wir können das nicht verschleiern, dass das ein alter Schuh ist. Okay, vielleicht ein paar Supermarketing-Leute sagen, hey, es ist cool, einen alten Schuh zu tragen. Das ist aber wiederum Kommunikation. Dazu vielleicht, wenn wir schon bei dem Turnschuh sind, ein kleines Beispiel. Adidas hatte mal ein Riesenproblem, als Nike Sportausrüstung neu definiert hat. Als Nike Sport zu einem Lifestyle-Gefühl gemacht hat. Die ganze Kommunikation von Adidas ist zusammengebrochen, weil jeder fand es hip, Nike-Schuhe zu tragen und nicht mehr Adidas, obwohl die Produkte wahrscheinlich vergleichbar und gleich gut oder gleich schlecht waren. Das hat natürlich Adidas bewerkstelligt, ist heute ja auch ein Lifestyle-Anbieter, aber da sieht man auch, wie sich das auch immer wieder verschiebt und neue Herausforderungen entsprechend gibt. Und was hat Adidas danach gemacht? Da habe ich mal einen Vortrag von Michael Fieck. Michael, wo bist du? Ja, gehört. Michael Fieck hat mir auf dem Vortrag eine kleine Customer Journey erzählt. Er wollte, sein Sohn hat Geburtstag gehabt und er wollte einen Adidas-Turnschuh. Michael Fieck meinte, na, das wird ja eine kurze Customer Journey. Ich gehe ins Internet, ich vergleiche Preise und ich drücke auf den Bestellbutton. So weit, so gut. Hat auch geklappt. Nur hat er natürlich die Rechnung nicht mit den Wirten, sprich seinem Sohn und Adidas gemacht. Es geht gar nicht mehr darum, dass man einen Turnschuh kauft. Sondern es geht darum, dass man sich sein eigenes Design zusammenstellt und den auch nochmal individualisiert. Also die kurze Customer Journey von Michael Fieck, die gefühlt hätte eigentlich ja nur 5 Minuten sein dürfen, hat sich, glaube ich, auf einen halben Tag und einen ganzen Tag ausgestreckt mit einer längeren Autofahrt hin zu einem Store, einer Beratung und am Ende einen Kauf eines Produktes, das doppelt so teuer ist, wie wenn man es über einen Preisroboter verglichen hat. Super Sache für Adidas und für seinen Sohn. Produkte, was lernen wir daraus? Produkte werden komplexer. Und da sind Turnschuhe nur ein wirkliches Beispiel. Das gilt natürlich auch für Industrieprodukte. Produkte werden mächtiger, besser. Und wenn sie besser, mächtiger, individueller werden, konfigurierbar, und das gilt für alle Arten von Produkten, heißt es, wir müssen mehr kommunizieren. Wir müssen über komplexere Inhalte kommunizieren. Wenn jetzt von Ihnen irgendjemand hier drin ist und sagt, naja, wir machen ja nur Tütensuppen und unsere Tütensuppe ist, die wird nicht komplexer, sage ich ja, aber wenn Sie die neue EU-Richtlinie sehen, die PIM-Lobby hat da gute Arbeit geleistet, müssen Sie jetzt auf Ihrer Verpackung, ich glaube, 30 Inhaltsstoffe aufführen. Auch das wird komplizierter. Produkte werden komplizierter, wir müssen komplizierter kommunizieren, es wird komplexer.
der nächste Bereich der Komplexität in Marketing und Kommunikation habe ich ein kleines Interview mitgebracht. Das ist ein altes Interview von 2011. Ein kleines virales Interview über Grenzen im Marketing. Herr, als Teamleiter der Werbeabteilung eines führenden Versandhändlers haben Sie sich bereit erklärt, über die Zukunft des Printmediums zu sprechen. Dabei wollen Sie bei diesem Interview anonym bleiben. Warum ist das so? Wissen Sie, manche Menschen wollen manche Sachen einfach nicht hören. Und in unserem Unternehmen darf ich einfach nicht sagen, dass es so mit dem Printkatalog nicht mehr weitergehen kann. Warum dürfen Sie das nicht sagen? Es ist doch offensichtlich. Ich denke, es liegt daran, dass mein Chef nicht noch weiter ins Hintertreffen geraten will. Seit Monaten werden seine Budgets immer stärker gekürzt oder gestrichen. Und die E-Commerce-Abteilung bekommt immer mehr Geld. Mein Chef spricht auch immer noch von neuen Medien. Neue Medien? Wie meinen Sie das? Für ihn ist das Internet ein Abfallprodukt des Printkatalogs. Er glaubt, das Internet würde ohne Printkatalog gar nicht funktionieren. Und in meiner Abteilung gibt es auch viele, die immer noch denken, der Printkatalog, der müsste so im Internet dargestellt werden. Und wenn ich ehrlich bin, auch ich habe sehr lange noch daran gedacht, dass der Webshop ein Abfallprodukt des Printkatalogs ist. Können Sie uns ein Beispiel nennen? Wo sehen Sie Optimierungsmöglichkeiten? Nun stellen Sie sich eine neue Seite für einen Katalog vor. Für diese haben wir typischerweise 10 Korrekturschleifen. Wenn Sie die Korrekturschleifen von Layout-Erstellung, Reinzeichnung, Repro zusammenrechnen. Hinzu kommt noch die Geschäftsführungskorrektur, die im schlimmsten Fall alles wieder in den Haufen wirft. Für die Qualitätssicherung einer einzigen Printseite sind Einkauf, Vertrieb, Marketing, Werbung, Herstellung, unsere juristische Abteilung, die IT, externe Repro-Dienstleister und der Drucker involviert. Das sind 10 Abteilungen und Firmen für die Qualitätssicherung einer Seite. Und das bei einem Medium, das anscheinend keine Bedeutung mehr hat? Das ist doch schizophren. Wie viele Korrekturschleifen gibt es vergleichsweise im Internet? Im Grunde genommen keine. Keine Abteilung außer die E-Commerce-Abteilung schaut vorab auf die Inhalte der Webseite. Unser E-Commerce-Leiter sagt immer, ja, das können wir doch jederzeit ändern. Aber der Einkauf, der interessiert sich so brennend, was auf die Printseite kommt. Aber ob der überhaupt mal in unseren Webshop hineinschaut, was da alles drin steht, ich weiß es nicht. Woher kommen eigentlich die Daten, die Ihr Unternehmen im Internet abbildet? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Die bekommen von uns die InDesign-Dokumente. Ich glaube, die kopieren die sie dann in eine Datenbank. Aber das macht, glaube ich, auch ein Dienstleister. Also mein Chef macht manchmal einen bösen Kommentar, man sollte sich doch mal die Kosten von E-Commerce anschauen. Also das ist bestimmt ein gutes Beispiel für hohe Prozesskosten. Aber dann hat unsere Geschäftsführung auch reagiert und hat ein PIM-System gekauft, damit alle Daten für alle Kanäle an einer Stelle erfasst werden. Und wie läuft die Einführung des PIM-Systems? Fragen Sie nicht. Der Einkauf, der müsste jetzt viel mehr Daten erfassen und er weigert sich, mit dem PIM-System zu arbeiten. Auch können wir uns mit der E-Commerce-Abteilung nicht über die Produktdatenstruktur einigen. Ja, also das ist alles irgendwie aussichtslos. Es klingt so, als ob Ihre Abteilung nicht gut mit der E-Commerce-Abteilung zusammenarbeitet. So kann man das nicht sagen. Wir arbeiten im Grunde überhaupt nicht zusammen. Beide Seiten verteidigen ihre Erbhöfe und im Grunde brauchen wir kein PIM-System, sondern einen Mediator. Wie reagiert Ihre Geschäftsleitung auf diesen Konflikt? Ich denke genervt. Sie verstehen das Problem ja gar nicht. Sie haben doch ein PIM-System gekauft und Ihnen wurde versprochen, dass die Daten nur einmal gepflegt werden müssen. Einer unserer Geschäftsführer will schon Print völlig außen vor lassen und sich nur auf die E-Commerce-Prozesse konzentrieren. Aber alle wissen, dass sie zumindest heute noch nicht auf den Printkatalog verzichten können. Oder jedenfalls will keiner das Risiko eingehen. Offensichtlich eine Zwickmühle. Ja, definitiv. Ich denke, das Grundproblem ist nicht die Konvergenz der Medien, auch nicht die ungewisse Zukunft des Printmediums. Da gibt es zum Glück viele Ansätze, die Printkonzepte in eine E-Commerce-Strategie einzubetten. Wie sagt man, Print New School. Das Problem sind die zwei Bereiche, Online und Print.
Ich habe den Eindruck, dass wir im Grunde zwei Firmen in der Firma haben. Den klassischen Versandhandel mit Printkatalog und die E-Commerce-Abteilung. Was machen Sie persönlich? Unsere E-Commerce-Abteilung hat eine Printstelle ausgeschrieben. Die E-Commerce-Abteilung möchte selbst spezielle Printpublikationen erstellen, um den Verkauf im Webshop anzukurbeln. Auf diese Stelle habe ich mich beworben. Daher muss ich jetzt auch anonym bleiben. Denn wenn das mein Chef erfährt, werde ich fristlos gekündigt. Für ihn ist das Verrat. Print in der E-Commerce-Abteilung. Ja, die Internetabteilung hat von Print New School gehört. Dass es auch Print abseits unseres 1000-seitigen Kataloges gibt. Und die probieren das jetzt einfach mal aus. Vielleicht wird die E-Commerce-Abteilung der Innovator für Print. Auf jeden Fall gibt es Printsysteme, die Print Old und New School anbieten. Und vielleicht ist das der Brückenschlag, den wir brauchen. 2011 ein Interview. Und Hand aufs Herz. Hat sich so viel geändert? Das hat, glaube ich, viel mit der Komplexität zu tun. Wie ich schon gesagt habe, die Komplexität ist gestiegen wegen den extrem gestiegenen Kommunikationsanforderungen. Wir müssen uns mit der Macht der Konsumenten auseinandersetzen. Wir haben komplexere Produkte, wir müssen viel mehr kommunizieren über Produkte. Und wir haben natürlich diese interne Komplexität. Und wenn wir über gute Kommunikation, über gutes Marketing sprechen und die einen Schritt zurückgehen und gucken, was wir wirklich lösen können, dann ist das, dass die Komplexität uns Grenzen, wenn wir mit der Komplexität falsch umgehen, dass wir uns da Grenzen schaffen, die man vielleicht nicht haben sollte. Deswegen ist eine der zentralen Fragen, wie wir mit Komplexität umgehen. Und dazu habe ich noch ein zweites Video. Also wenn Sie so wollen, gibt es aber verschiedene Muster, wie man das machen kann. Die erste Reaktion, die man hat, die ist eine kindliche. Man probiert mal so ein bisschen rum. Eine Strategie ist Trial and Error, ich probiere einfach aus. Wenn die Situation jetzt real komplex ist, dann ist das schlichte Ausprobieren auf Dauer keine Lernstrategie. Die zweite Möglichkeit, die von Menschen sehr, sehr geliebt wird, ist das Ausblenden. Das heißt, die sagen, es interessiert mich gar nicht, ich gucke mir das Ganze gar nicht an, ich bleibe bei meinem alten Muster. Und glauben Sie mir, das ist eine Fähigkeit, die Menschen sehr, sehr trainiert haben. Das heißt, die rennen einfach ihr Muster weiter und tun so, als ob nichts passiert ist. Die Strategie, auf die wir maximal stolz sind in unserer Kultur, die aber uns leider sehr stark an die Grenzen führt, ist das rationale Durchdringen, das Verstehen. Die Menschen gehen sozusagen hin und sagen, ich versuche eine Komplexität für mich tatsächlich über die Details zu verstehen. Stellen Sie sich mal in die Rolle eines Kunden in der heutigen Welt des Konsums und versuchen Sie mal im Detail alles zu verstehen. Sie können gerne hingehen und können Stiftung Warentest alle Testbroschüren durchlesen, die Ihnen dort angeboten werden. Sie werden nicht über rationales Verstehen weiterkommen. Und weil das so ist, weil die Menschen das begreifen, dass sie mit Rationalität nicht weiterkommen, greift die vierte Strategie. Das ist nicht das Verdrängen, sondern das ist das sich konzentrieren auf einzelne Faktoren. Simplify your life. Das heißt, Sie trivialisieren das System durch Reduktion auf wenige Kriterien. Das heißt, dann ist letztlich der Preis das, worüber Sie entscheiden. Sie sagen, ich verstehe die Welt zwar sonst nicht mehr, aber den billigsten finde ich immer noch raus. Also Sie können Komplexität einfach dadurch bewältigen, dass Sie trivialisieren. Auch keine wirklich gute Strategie, weil in dem Moment, wo Sie trivialisieren, behandeln Sie das System wie ein kompliziertes System. Ein kompliziertes System kann man vereinfachen durch Trivialisierung, indem man es unterteilt. Ein komplexes System zerstören Sie, wenn Sie trivialisieren. Und da sind wir bei der Strategie, die zurzeit wahrscheinlich die einzige ist, die wirklich greift. Das ist die fünfte Strategie, das ist die emotionale Bewertung, das ist das intuitive Agieren. Menschen sind in ihrem Gehirn auf faszinierende Art in der Lage, Komplexität über Musterbildung zu reduzieren. Das heißt, Intuition, ein Begriff, den wir viele Jahre lang sehr beiseite geschoben haben, bekommt im Moment eine gigantische Bedeutung. Intuition bedeutet, dass mein Gehirn Musterbildungen gelernt hat, die jenseits meines rationalen Verstehens hilfreich sind. Nur wenn Sie intuitiv tätig sind, dann sollten Sie eine sehr lange Lerngeschichte am Rande der Überforderung hinter sich haben. Intuition ist die Fähigkeit des Gehirns, komplexe Muster zu bilden, jenseits meines Verstehens. Jetzt haben wir mit Intuition, also wenn Sie so wollen, eine gigantische Lösung im Umgang mit Komplexität. Wir haben nur ein riesiges Problem. Wenn die Welt sich zwischendrin geändert hat,
dann sind meine Intuitionen, die sich gestern ausgebildet haben, heute noch immer gefühlt genauso sicher wie früher, nur leider völlig daneben. Weil die Rahmenbedingungen, unter denen ich die Intuition ausgebildet habe, nicht mehr die Rahmenbedingungen sind, unter denen ich sie heute anwenden möchte. Und wenn Sie sich das Gehirn mal anschauen, eins ist auf jeden Fall richtig. In meinem Gehirn habe ich immer das Gefühl, richtig zu sein. Das ist die Eigenart des Gehirns. Die Wirklichkeit, die ich erlebe, ist für mich wahr. Ob die tatsächlich in dem Sinne auch erfolgreich und nützlich ist, ist eine ganz andere Frage. Also wenn Sie eine Führungskraft haben, die auf intuitiver Basis Entscheidungen trifft, wundern Sie sich bitte nicht, dass die sich diese Entscheidungen glaubt. Weil in dem Gehirn der individuellen Führungskraft ist das immer richtig, was da läuft. Aber ob das auch angemessen ist für die Marktsituation, ist eine andere Frage. Also bevor ich mich der Intuition eines Menschen anvertraue, gucke ich mir immer an, in welchem Rahmen hat er seine intuitive Kraft gelernt. Ist der wirklich noch up-to-date? Dieser Begriff up-to-date ist recht nett in dem Zusammenhang. Sie müssen sozusagen Ihre Krisen in der Situation durchlebt haben, die heute Gültigkeit hat. Wenn sozusagen meine Krisen, die die Basis meiner Intuition sind, vorgestern und vorvorgestern gelegen haben, dann reagiere ich leider intuitiv auf eine völlig falsche Rahmenwelt. Das heißt, wenn eine Führungskraft mit dem Gefühl, völlig richtig zu sein, heute etwas entscheidet, gucke ich mir immer an, in welcher Situation hat die ihre Intuition ausgebildet. Das heißt, ist sie wirklich ein intuitiver Experte von heute oder ein intuitiver Experte von gestern? Und jetzt sind wir wieder bei der Aufgabe, die wir dann haben. Wo immer wir uns in einer komplexen Welt leben, bitte Punkt 1, bleiben Sie wach. Punkt 2, vernetzen Sie sich mit allem, was da ist. Und lassen Sie Ihre intuitiven Bewertungen zu, weil das ist der beste Weg, den man wählen kann. Nur wenn das die intuitive Bewertung eines Einzelnen ist, werde ich heute sehr vorsichtig, weil ich nicht mehr genau weiß, aus welchem Rahmen Sie kommen. Und das ist der Teil, wo wir mit unserem Verfahren, mit diesem Interviewverfahren dann auch eingreifen. Es ging uns darum, kollektive Intuitionen messbar zu machen. Weil wenn ich das abstützen kann über viele, dann bin ich wieder relativ sicher, dass ich nah dran bin am realen System. Sonst passiert mir das, was Herrn Grundig passiert ist mit Betamax und VHS. Er hat intuitiv das Gefühl, es ist richtig, auf Betamax zu gehen. Nur leider war die Welt drumherum der Meinung, es ist VHS. Und das kann das Ende einer Firma sein. Deswegen, auch wenn Sie schon Ihre subjektive, intuitive Erfahrung im Kopf haben, wir haben tolle Experten. Morgen machen Sie Termine. Scheren Sie das intuitive Wissen mit anderen. Ich glaube, das lohnt sich wirklich. Termine können Sie ausmachen bei uns oben am Prinzbiet am Werk 2 Stand. Nutzen Sie die Möglichkeit, dass wir hier tolle Experten haben, die viel intuitives Wissen in sich tragen. Vernetzen ist wichtig. Wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen und uns fragen, woher kommt diese Komplexität? Der Faktor oder der Grund für die wachsende Komplexität ist die digitale Transformation. Das ist der Motor und das ist die Ursache all dieser Komplexität. Und die digitale Transformation ist nicht aufzuhalten. Es ist also eher die Frage, wie wir damit umgehen. Und eines ist auch gewiss. Am Ende steht das digitale Unternehmen. Dazu haben wir morgen auch einen Vortrag, der über digitale Geschäftsmodelle spricht. Das heißt, wie sich in einer digitalen Transformation Ihre Geschäftsmodelle verändern müssen. Super spannender Vortrag. Ich kenne Teile davon. Es sind sehr, sehr erhellende Einsichten, die Professor Gülken uns da gibt. Und wir haben einen zweiten Vortrag, der sicherlich sehr provokant sein wird. Das ist, wie wir mit dieser zunehmenden Digitalisierung in den Tagesgeschäft der Content-Erzeugung umgehen müssen. Als ich da die Gedanken von Herrn Eisenreich gehört habe, zum ersten Mal habe ich gedacht, wow. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und dachte ich, wow, wow. Also das ist sicherlich auch sehr spannend, aber höchstwahrscheinlich sehr provokativ. Wenn das Unternehmen am Ende das digitale Unternehmen steht, dann ist die Frage natürlich völlig valide, ob die Kommunikation auch in Zukunft zunehmend oder weitgehend digital ist. Also wenn die Geschäftsmodelle digital sind, die digitale Transformation voranschreitet,
gibt es dann nur noch digitale Kommunikation? Meiner Ansicht nach, nein. Weil auch wenn die Blätter eines Baums immer digitaler werden und immer neue Blätter wuchern, der Baum besteht nicht nur aus den Blättern und dem Stamm, der Baum besteht auch aus Wurzeln. Und typischerweise ist das Wurzelwerk bei den meisten Bäumen größer als der eigentliche Baum. Und der Erfolg eines Unternehmens besteht natürlich auch aus der Markenbildung, aus einer exzellenten Customer Journey, wo man offline und online Touchpoints verbindet, natürlich mit dem Corporate Publishing. Und deswegen glauben wir, dass die Kommunikation nicht zu 100% digital wird, sondern dass es eine Mischung bleibt. Eine sehr, sehr spannende Mischung. Es gibt sicherlich einige Zukunftsforscher, die dieser Einschätzung total entgegenstehen. Wer kennt das Moore'sche Gesetz? Christian, wie ist das Moore'sche Gesetz? Prozessorleistung. Mhm, genau. Exponential. Genau. Also die Rechnerleistung alle 18 Monate, das ist kein Gesetz, das ist eine Prognose gewesen von Herrn Moore, alle 18 Monate verdoppelt sich das. Wenn man die Rechnerleistung des Rechners von der Apollo 11 Raumfähre, die Steuerung der Mondlandung gemacht hat, zu heute zu unseren Smartphones anschauen, ist die Rechnerkostenverhältnis 1 Billion leistungsfähiger. 1 Billion. In, roundabout 40 Jahren. Das mit diesem exponentiellen Wachstum heißt, in den nächsten 40 Jahren ist das nicht 2 Billionen mal mehr, sondern 1 Billion mal 1 Billion. Das ist nicht vorstellbar für uns. Deswegen sagen manche Zukunftsforscher auch, dass es eine Singularität geben wird, dass es irgendwann mal die Digitalisierung so weit vorangetrieben ist, dass es etwas passiert, was nicht mehr erklärbar ist für uns. Und dann gibt es auch Skeptiker und die sagen, naja, das mit dem Moore'schen Gesetz ist ja kein Gesetz, es ist eine Vorhersage und wenn wir genau schauen, verlangsamt sich das Moore'sche Gesetz schon, wir sind nicht mehr bei 18 Monaten und irgendwann sind wir auf atomarer Ebene und wenn wir bei einem Atom sind, dann geht es nicht mehr weiter. Dann sagen wieder die anderen, naja, dann kommen die Quantenrechner. Wie auch immer das ausgehen mag, meiner Ansicht nach steht der Mensch im Mittelpunkt der digitalen Transformation, sowohl natürlich als Konsument, als Sender, als Empfänger und natürlich auch als begrenzendes Element. Wir Menschen entwickeln uns nur relativ langsam fort. Dass unsere Technologie sich exponentiell entwickelt, ist das eine, aber wir in unserem Verhalten, in unserem Verständnis, wenn wir das auch gesellschaftlich anschauen, entwickeln uns eigentlich zu langsam fort. Und da entsteht ein Riesenspannungsfeld zwischen den Möglichkeiten und zu dem, was der Mensch kann. Die Mischung aus analogen und digitalen. Und dieses Spannungsfeld, glaube ich, das ist schon das Interessante, was auch Kommunikation spannend macht, wo es auch viele Felder gibt, eine einmalige Kommunikation fürs eigene Unternehmen, für die eigenen Produkte zu finden. Grenzen zu erweitern, muss man aber als erstes die Grenzen erkennen, dass man sie überwinden kann. Und Grenzen überwinden ist häufig, nicht immer, auch ein sukzessiver Prozess, wo man einfach an seine Grenze geht, ausprobiert und versucht, die Grenze zu überschreiten. Das funktioniert aber typischerweise nur im Team und mit einer Absicherung. Sowas ohne Absicherung zu machen, ich habe es Ihnen gesagt, aber meinen Sie machen ja Klettern. Ohne Absicherung ist das eine ziemlich endliche Geschichte. Und deswegen glauben wir, dass das Zusammenspiel, dass jeder Touchpoint seine Grenze hat und dass das Zusammenspiel der Touchpoint zu einer Customer Journey der Schlüssel zum Erfolg ist. Und weil uns das so wichtig ist, haben wir uns gedacht, morgen Nachmittag
spielen wir mal miteinander. Das ist ein Spiel, entwickelt von Fuyu in Türkasten. Und da geht es darum, dass wir in kleinen Gruppen, Axel, ja, ja, 10 Personen, einfach gemeinsam mit dem Kartenspiel Customer Journeys entwickeln. 10 Leute haben uns so vorgestellt, wir tun die unter 3 verschiedenen Schwerpunktthemen gruppieren. Das ist dann Customer Journey im Industrie, Customer Journey im Zwischenhandel und im Retail. Also dort, wo Sie sagen, ja, da, das will ich mal erfahren, da kann ich mich einbringen, zu einem von diesen Gruppen mit diesen Headlines gehen. Impulsvortrag, wie das Spiel geht und was dahinter steckt, von Axel Helbig, morgen, zur Mittagszeit. Genau. Und dann spielen wir einfach den Nachmittag und ich bin gespannt. Ich glaube, da kommen super Sachen raus. Wir treffen uns und haben dann da auch nochmal hoffentlich einige Customer Journeys vorgestellt. Und das ist auch wiederum das, was der Professor gemeint hat. Wir sollten uns networken, uns verbinden und unsere kollektive Inspiration und Intuition zusammenwerfen. Da freuen wir uns sehr auf dieses Spiel. Und mal gucken, welche Grenzen wir da niederreißen können. Es gibt noch eine letzte Grenze und ich vermute, das ist die schwierigste Grenze, die es zu überwinden gilt, und das ist die Grenze in unserem eigenen Kopf. Unsere 2 Gehirnhälften, links und rechts, rational und emotional. Das übereinander zu bekommen, wir haben das eigentlich auch in der Kommunikation, das so übereinander zu bekommen, ist sicherlich eine wahnsinnige Leistung und Herausforderung. Und das ist auch als Vorschau für den nächsten Print Day das Schwerpunktthema von dem nächsten Print Day, vom 9. Print Day, Marketing meets Technology, linke Gehirnhälfte trifft rechte Gehirnhälfte oder andersrum, je nachdem, wie Sie das betrachten wollen. Das wäre das Ende von meiner Keynote. Ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen begeistern können, dass Sie neugierig gemacht für die Veranstaltung.